erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder eine Zuschauerfrage. Und die Zuschauerfrage kommt heute von Roland. Und Roland möchte wissen, hallo Konishi-Team, was ihr macht, finde ich super und ich schaue alle Blogs mir an. Jetzt zu meiner Frage, ich habe eine Innenhalterung mit 6000 Liter, ist das besser für die Wasserwerte 6 bis 8 Koi von 50 bis 60 cm oder 5 bis 6 Koi von 70 bis 80 cm auf Dauer zu halten? Schon mal vielen Dank, Roland. Ja, lieber Roland, das ist am Ende völlig wurscht. Wenn ich mir jetzt überlege, du hast 6 bis 8 Koi, 50 bis 60 cm, 8 Koi, 6 bis 8 Koi, sagen wir 8 Koi, 50 bis 60 cm, dann hast du vielleicht 8 mal 5, dann hast du vielleicht 40 Kilo Fisch drin, sind sie 70 bis 80 cm, dann hast du vielleicht 60, 70 Koi drin. Entscheidend ist deine Wasseraustauschrate. Bei einem Volumen von nur 6000 Liter würde ich auf jeden Fall schauen, so wie wir das hier auch tun. Schau, dass du den Teich zweimal pro Stunde über den Filter jagst, dass du mindestens 10% biologisches Filtervolumen hast und dass du ein, zwei Mal in der Woche den Filter sauber machst, also den Dreck aus der Anlage bekommst, oder du hast einen Trommelfilter, Papierfilter, wo es einfach in regelmäßig kurzen Abständen der Schmutz rausgeht. Schau, dass dein pH-Wert, dass dein Sauerstoff stimmt und dann ist die Fischmasse an sich gar nicht so entscheidend. Und natürlich nicht zu vergessen, ganz, 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 ganz viel Frischwasser. Wir müssen uns immer überlegen, die wasserchemischen Gesetze, die für Großteiche in Relation mit weniger Fischen gelten, die gelten für kleine Anlagen auch. Und ich habe es schon tausendmal gesagt, nur laufen die Veränderungen in Kleinwasserbehältern sehr viel schneller ab. Also dir wird der pH-Wert sehr viel schneller abfallen. Und wenn du jetzt 8 Fische mit 80 oder 70, 80 Zentimeter da drin hast und du fütterst entsprechend viel, dann wird auch dein Sauerstoff sehr viel stärker belastet. Also dein Sauerstoffwert wird auch höhere Sprünge machen, als das jetzt in einem Außenteich ist. Da darf man jetzt allerdings auch nicht vergessen, wir haben in den Innenanlagen in der Regel keine Algen, also auch die Photosynthese spielt nicht ganz die große Rolle. Sie produziert uns am Tag keinen Sauerstoff, zehrt aber nächtlich auch keinen Sauerstoff. Also du musst einfach schauen, ob du da jetzt in die Anlage nachher 400 Gramm reinhaust oder 600 Gramm. Wenn der Filter so groß ist wie gerade beschrieben, wenn die Wasseraustauschrate so hoch ist wie gerade beschrieben, dann wird sich irgendwann mal deine Biologie auf die Futtermenge einstellen. Und wenn die eingestellt ist, dann werden deine Wasserwerte in beiden Fällen, nein, nicht werden, dann können deine Wasserwerte in beiden Fällen sehr gut sein. Passt das Grundsetup allerdings nicht, dann ist es am Ende egal, ob deine Fische 20 cm kleiner oder größer sind. Das ist wirklich nicht der entscheidende Faktor. Und man muss auch mal berücksichtigen, 80 cm Koi braucht am Ende nicht mehr ganz so viel Futter wie die kleinen, die man ja dann noch am Wachsen haben möchte. Und ich muss dir auch sagen, wenn ich jetzt überlege, du könntest jetzt vielleicht argumentieren, ja, ich fütter nur auf Erhaltungsbedarf und die Fische wachsen dann nicht oder nur noch sehr langsam. Wenn du Fische auf Erhaltungsbedarf lange fütterst, dann hast du irgendwann kein Koi mehr mit einem geilen Body, dann hast du irgendwann so ein zusammengefallenes Fischchen, das vielleicht optisch auch gar nicht mehr so schön ist anzuschauen. Also mit anderen Worten, auch deine 50, 60 cm Koi werden mittelfristig, langfristig auch große Koi sein. Drum solltest du von vornherein so planen, dass die 8 Koi dann auch bei stattlicher Größe noch in den Becken schwimmen können und du vielleicht nicht sofort wieder den Filter umbauen musst. So, lieber Roland, ich glaube, du hast auch einen Koi, einen Karashi-Koi hier in der Anlage und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich den gemessen. Du hast den mit ca. 60 gekauft und er hat jetzt schon über 70 cm. Aber auch die Koi werden wir demnächst irgendwann mal vorstellen. Machen Sie es gut, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Blog. Ciao.